Ja, einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Wikifolio.com. Lernen Sie die besten Trader kennen. Ich freue mich ganz besonders, heute hier Corwin Schmoller begrüßen zu dürfen als einen der erfolgreichsten Wikifolio-Trader. Das Ganze natürlich wie immer präsentiert von Flatex, Ihrem Online-Broker, und Ihre Referenten, Nikolaus Nikolsios von Wikifolio.com, natürlich neben Corwin Schmoller, derjenige, der Sie hier durch das Thema Wikifolio durchführen wird. Mein Name ist Ramon Hack. Ich bin im Hause Flatex mitverantwortlich für den Bereich Akademie, werde mich heute ein bisschen im Hintergrund halten, werde Ihnen natürlich vorab nochmal die ein oder andere organisatorische Information geben. Von daher, wenn Sie Fragen haben, gerne einfach über dieses Panel an der Seite, das Sie sehen, auf Ihrem rechten, auf Ihrer rechten Seite des Monitors, über diese Fragefunktion hineinstellen. Wir wären dann gerne bereit, Ihre Fragen verbal zu beantworten. Ansonsten darf eines natürlich nicht fehlen, Sie grundsätzlich über das Unternehmen Flatex zu informieren. Flatex selbst ist zugehörig zur Fintech Group AG, seit mittlerweile über 11 Jahren am Markt, und wir kooperieren mit der Fintech Group Bank AG. Dort werden alle Konten und Depots geführt für mittlerweile über 190.000 Flatex-Kunden in Deutschland und in Österreich. Damit sind wir einer der kundenstärksten und erfolgreichsten Online-Broker. Natürlich auch und vor allem aufgrund der günstigen Preise. Aber das ist natürlich nicht alles, was uns auszeichnet. Ich habe mal eine Sache hier herausgegriffen. Egal, wofür Sie sich entscheiden, ob Wertpapiere, der FX bzw. Währungshandel oder der CFD-Handel, all das bekommen Sie bei Flatex aus einer Hand. Und natürlich können Sie selbstverständlich auch Wikifolio-Zertifikate über Flatex handeln. Grundsätzlich bekommen Sie alle Informationen zu Flatex selbst über unsere Homepage flatex.de, flatex.at, je nachdem, ob für Deutschland oder für Österreich. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der entsprechende Risikohinweis. Das gilt für alle Produkte, die Sie über Flatex handeln können, selbstverständlich auch für Wikifolios. All diese Produkte unterliegen entsprechenden Risiken, über die Sie sich im Vorfeld auch hinreichend informieren sollten. Und alle Informationen, die Sie über unsere Webinare, ja, sehen und hören, sind bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information und der Veranschaulichung. Und bevor ich jetzt gleich rübergebe zu Nikolaus von Wikifolio, sei noch ein Hinweis in eigener Sache erlaubt. Sie haben es vielleicht auch schon gesehen in unserem Schulungsnewsletter. Denn Sie dürfen sich gerne anmelden für unsere Newsletter. Einer liegt mir da besonders am Herzen. Unser Flatex-Schulungsnewsletter kommt turnusmäßig einmal im Monat. Die Inhalte werden erstellt vom Kollegen Frank Wiedemann und von mir, und darüber erhalten Sie alle Informationen über neue Webinare, Handelsstrategien, Live-Tradings etc. Und im letzten Schulungs-Newsletter, da hatten Sie auch die Gelegenheit, sich für dieses Wikifolio-Webinar anzumelden. Also ich denke, es lohnt sich, und wenn Sie mögen, dann dürfen Sie das gerne tun. Und in diesem Sinne möchte ich mich zunächst mal fürs Erste von Ihnen verabschieden und gebe direkt mal den Monitor rüber zu Nikolaus, der Sie grundsätzlich erstmal mit dem Thema Wikifolio vertraut machen wird. Hallo Nikolaus, und für Sie als Teilnehmer erstmal, ja, viel Spaß bei diesen interessanten Inhalten.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir heute so zahlreich auch wieder mit dabei sind. Hier in Wien, wir haben lauschige 38 Grad. Ich glaube, in Deutschland ist es ein Tick kühler heute, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe. Ja, wie gesagt, freut mich, dass Sie heute so zahlreich mit dabei sind. Und ich glaube, heute wird es ganz besonders spannend, weil wir eben den Corwin Schmoller hier bei uns haben. Einer der Wikifolio-Trader, der, ja, kann man sagen, um die 2000% Return in seinem Wikifolio gemacht hat. Und ich möchte ihm auch gar nicht allzu viel Redezeit hier wegnehmen. Von daher gibt es von meiner Seite einfach wieder nur einen kurzen Überblick, was ist Wikifolio, wie funktioniert im Prinzip das Grundprinzip auf Wikifolio. Und dann werden wir gleich rüberleiten zum Herrn Schmoller. Ja, vielleicht kurz als Einleitung. Brian Tracy hat hier so ein schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt: Learn from the experts, you will not live long enough to figure it out all by yourself. Also nutzen wir doch die Möglichkeit von Experten zu lernen. Man lebt selber nicht lang genug, um sich alles selber beizubringen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Prinzip, das ideal auf Wikifolio auch passt. Also die Möglichkeit von anderen Top-Tradern zu lernen, ist einfach extrem wertvoll. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn jetzt hier auch der ein oder andere erfahrene Trader selber zusieht und vielleicht überlegt, auch seine Handelsstrategie einem Publikum zugänglich zu machen, dann liefert Wikifolio hier eigentlich sehr gute Möglichkeiten dazu. Was heißt das konkret? Also es gab die Gründungsidee von Andreas Kern war eben, dass man versteckte Trading-Talente, die es da draußen so gibt, wollte man eben sichtbar machen. Und da hatte Andreas Kern, der Gründer von Wikifolio, eben die Idee, ja, wie wäre es denn, wenn man diese versteckten Trading-Talente auf einer Plattform sichtbar machen könnte? Und Wikifolio ist dann eben noch einen Schritt weitergegangen. Diese Trading-Talente nicht nur sichtbar machen könnte, sondern auch deren Handelsstrategie dann teilen und auch ein investierbares Produkt auf deren Strategie legen könnte. Das war eigentlich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Wikifolio. Und da sehen Sie hier auf der nächsten Folie eigentlich sehr einfach und symbolhaft dargestellt. Wir haben natürlich auf der einen Seite potenzielle Anleger, die sich jederzeit auf der Homepage einfach, also auf Wikifolio informieren können. Wie sehen diese unterschiedlichen Handelsstrategien aus? Natürlich, die Anleger erwarten sich hier dementsprechende Renditen. Und auf der anderen Seite haben wir den Trader und der Wikifolio-Trader, der liefert halt hier sein Know-how in diese Handelsstrategie ein. Er macht das eben auch, um hier einen Track Record auf Wikifolio aufzubauen und eben auch, weil er dann, wenn er dementsprechend erfolgreich handelt und auch Geld in sein Wikifolio-Zertifikat investiert ist, dann hat er eben die Möglichkeit, hier eine Erfolgsprämie zu verdienen. Ja, wenn ich das ganze Prozedere noch etwas genauer erklären darf, wir haben eben bei uns drei große Gruppen von unterschiedlichen Tradern. Das wäre eben der private Trader, ein Medienunternehmen und wir haben eben auch die Gruppe der Vermögensverwalter, die bei uns ein Musterdepot auf Wikifolio erstellen können. Und dieses Musterdepot bildet die Basis für einen Index und auf diesen Index legt dann unser Partner, die Lang und Schwarz, ein Indexzertifikat. Ja, warum machen wir das? Ja, weil das Spannende ist dann ab dem Moment, wo man dieses Indexzertifikat hat, und dieses Zertifikat dann über die Börse Stuttgart auch handelbar ist, dann kann im Prinzip jeder Broker, sprich Sie auch als Kunde, dann einfach eine Strategie über Ihren Online-Broker, in dem Fall natürlich über Flatex, einfach das Indexzertifikat hier erwerben. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zu den Strategien. Wie gesagt, bei uns auf der Homepage, Sie können jederzeit bei uns auf die Suchseite gehen. Hier sehen Sie gerade die detaillierte Suche eingeblendet. Haben Sie unterschiedliche Filtermöglichkeiten, wie Sie Strategien auswählen können. Sie können das nach Performance selektieren oder nach regionalen Schwerpunkten oder speziell nach der Handelsstrategie, ob es jetzt eher ein fundamentaler Ansatz sein soll oder ein charttechnischer. Also hier gibt es die unterschiedlichen Filterkriterien. Und ich habe Ihnen hier exemplarisch nur ein Wikifolio mitgebracht, dass Sie das auch gleich mal sozusagen in Realtime sehen, wie sieht sowas aus. Beispielsweise hier haben wir eben das Wikifolio, das heißt ruhige Hand 1 in Klammer Spezialwerte. Ja, wie bei jedem Wikifolio, Sie können sich hier einfach die Performance-Kennzahlen ansehen. Sie sehen, der Trader dahinter ist eben der Manfred Gelling.
Und ich zeige Ihnen gleich auf der nächsten Seite, Sie sehen dann auch bei jedem Wikifolio, wie die Handelsstrategie bei diesem Wikifolio aussieht. Ja, was sehen Sie noch? Ja, natürlich jedes Wikifolio-Zertifikat, wenn es einmal investierbar ist, dann hat es auch eine eigene ISIN-Nummer. So können Sie es einfach bei Ihrem Broker handeln. Sie sehen, dieses Wikifolio hat hier um die 63-64% Performance gemacht. Das heißt, ich habe jetzt einen Kaufkurs von 164 Euro. Und Sie sehen, aktuell ist eben in diesem Wikifolio-Zertifikat 660.000 investiert. Ja, wenn Sie dann noch einen Schritt tiefer gehen wollen und eben verstehen wollen, wie handelt denn dieser Trader, also dieses Wikifolio eben handelt eben mit Spezialwerten. Der Trader sagt, das sollen Spezialwerte sein, die mit einer bestimmten Story verbunden sind und die auch ein bisschen unabhängig vielleicht von dem täglichen Börsenauf und Ab sind. Und er ist grundsätzlich längerfristig investiert, kann aber auch im Bedarfsfall, schreibt er hier für die Performance-Optimierung, auch kurzfristigere Trades durchführen. Ja, also Sie sehen hier, es ist alles offengelegt, die Strategie völlig offengelegt, alle aktuellen Portfoliopositionen, also Sie sehen überall, wo der Gewinn, Verlust gemacht seit dem Kauf, und Sie sehen auch eine lückenlose Trade-Historie. Also Sie können auch in der Vergangenheit zurückgehen und sehen, wann wurden welche Titel gekauft oder verkauft. Und zu guter Letzt, die Kommentare geben Ihnen natürlich auch eine Möglichkeit, genauer zu verstehen, warum handelt ein Trader so und warum hat er bestimmte Titel vielleicht gekauft oder verkauft. Ja, damit können wir zusammenfassen. Wikifolio bietet also Investoren die Möglichkeit, unterschiedliche Handelsstrategien von erfahrenen Börsenhändlern kennenzulernen und deren Erfahrung zu nutzen. Und wenn Sie eben wirklich von einer Handelsstrategie überzeugt sind, dann können Sie eben auch direkt über ein börsengelistetes Produkt an deren Wertentwicklung partizipieren. Und auf der anderen Seite, der Wikifolio Trader hat eben die Möglichkeit, sich hier einen echten Track Record aufzubauen in einem börsengelisteten Produkt, und er hat die Möglichkeit, eine Erfolgsprämie hier zu verdienen. Ja, das bringt mich wieder zu unserer 50-Euro-Aktion. Wir haben die nochmal verlängert. Wenn Sie jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen sagen, ja, Sie haben ja doch das ein oder andere spannende Wikifolio gefunden oder vielleicht auch das Wikifolio vom Herrn Schmoller, dann, wenn Sie hier innerhalb der nächsten 2 Wochen 5.000 Euro investieren und an einer kleinen Umfrage teilnehmen, dann bekommen Sie von uns 50 Euro wieder gutgeschrieben. Was müssen Sie dafür tun? Sie müssen sich einfach melden bei aktion@wikifolio.com. In dem Fall haben wir das Codewort eben Flatex. Und wenn Sie uns eben nachweisen können, dass Sie hier die 5.000 Euro investiert haben und an der kleinen Umfrage teilnehmen, dann bekommen Sie diesen 50 Euro Bonus ausbezahlt. Ja, wir schicken dann, falls Sie dann nachgelagert nochmal Informationen zum Event-Special wollen, wir schicken das nachgelagert dann auch nochmal per E-Mail raus. Ja, und damit komme ich schon zur Strategie vom Herrn Schmoller. Das Wikifolio heißt IREX. Ja, und damit sage ich guten Abend, Herr Schmoller. Können Sie uns hören? Hallo, Herr Schmoller, können Sie uns hören? Ich glaube, Ihr Mikro war noch kurz laut. Können Sie mich hören? Ja, wunderbar, wir hören Sie. Darf ich ganz kurz nochmal einlenken, weil es nochmal eine Frage gab, die sicherlich sehr interessant ist und die in Richtung Wikifolio geht, zum Thema Sicherheit der Zertifikate. Nikolaus, das ist sicherlich eher dein Thema und ich denke, das können wir vorab schon mal ganz gut abhandeln, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja, gut, da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Geht es jetzt um die Sicherheit des Zertifikates an sich oder die spezielle Strategie? Ich würde vielleicht, oder? Also ich hab es so verstanden, als würde es in Richtung Emittent gehen. Ja. Also da gab es jetzt bei uns vor kurzer Zeit, also ich glaube, es ist jetzt so, ja, circa 2 Monate ist es her, gab es einen wesentlichen Schritt. Alle Wikifolio-Zertifikate sind jetzt bei uns besichert. Was heißt das? Ja, früher muss man sagen, ein Zertifikat gilt nicht als Sondervermögen. Das heißt, wenn früher der Emittent, sprich in unserem Fall Lang und Schwarz, krachen gegangen wäre, dann wäre das Zertifikat, sage ich einmal, zu einem Großteil wertlos. Ja.
Wir haben jetzt eingeführt, dass es einen treuhändischen Prozess gibt. Das heißt, quartalsweise sieht sich ein Treuhänder hier alle Assets an, die hinterlegt sind, sowohl die Aktien als auch die Cashbestände. Es wird also dann regelmäßig erfasst, wie viele Aktien sind da, wie viele Cashbestände sind da. Und sollte es eben wirklich zu einem Konkursverfahren kommen, dann hat der Treuhänder das Recht, diese Assets auch dementsprechend zu verwerten. Man muss korrekterweise dazu sagen, es ist keine hundertprozentige Garantie oder hundertprozentige Kapitalsicherheit, weil es kann sein, dass ein Teil des Cashbestandkontos hier eben im Zuge des Konkursverfahrens von Lang und Schwarz auch mit einfließt. Aber es sind auf jeden Fall, die Aktienbestände werden erfasst und der Treuhänder hat hier auch das Recht, diese Bestände zu verwerten. Und die Cashbestände sind auf unterschiedliche Depotbanken aufgeteilt. Ja. Wenn jetzt jemand genau den Besicherungsgrad wissen will, es ist auf der Homepage von der Lang und Schwarz, ist es angegeben, wie hoch der Besicherungsgrad ist. Also ich glaube, aktuell ist er sowas um die 93-94%. Das heißt, zu diesem Prozentsatz kann man davon sprechen, dass dieser Anteil quasi besichert ist. Ja. Okay, super. Also vielen Dank dafür. Ich denke, damit sollten wir auch wirklich zum inhaltlichen Teil übergehen, was ja sicherlich auch die meisten interessieren wird. Und dementsprechend würde ich ganz gerne dann zu Herrn Schmoller rübergeben. Ja, vielen Dank. Den Bildschirm übertragen. Den Bildschirm übertragen wir gleich. Kleinen Moment mal, okay. Ein Moment. Ja. So, und zwar jetzt sollten Sie die Aufforderung bekommen, Herr Schmoller. Und genau, jetzt. Wenn Sie das bestätigen, dann sollten auch alle Teilnehmer Ihren Bildschirm sehen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank nochmal an Wikifolio und Flattex für die Einladung zur Vorstellung unseres Systems, was ich heute Abend tun werde, und des Wikifolios IREX. Unser Unternehmen, die Intelligent Recommendations GmbH, wurde ausgezeichnet von der EU und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit einem Exist-Gründerstipendium, welches wir erhielten für die innovative und erfolgsversprechenden Technologie der kollektiven Intelligenz. Gegründet wurde das Unternehmen 2009 und hat auch mehrere wissenschaftliche Nachweise erhalten. Dazu später mehr. Zuerst einmal dazu, was ist eigentlich kollektive Intelligenz, beziehungsweise wie funktioniert sie? Die Crowd schätzt am besten, das wurde wissenschaftlich festgestellt. Das passiert aber nur unter der Bedingung von der Voraussetzung bestimmter Informationsstrukturen. Es ist wichtig, bei der Ansammlung und bei der Auswertung von Informationen, die von vielen Personen eingegeben werden, bestimmte Informationsstrukturen zu berücksichtigen. Dann entsteht kollektive Intelligenz und dann entsteht ein statistisch erfolgreiches Ergebnis. Das ist zum Beispiel die Unabhängigkeit der Teilnehmer. Das heißt, Personen geben auf unserer Internetplattform unabhängig voneinander Empfehlungen ab, das heißt unbeeinflusst voneinander. Und das steht dann auch ganz im Gegensatz zum Schwarm oder bekannten Herdenverhalten, wo man sich gegenseitig beeinflusst und Kaskadenfehler entstehen. Das ist kollektive Intelligenz, ist das komplette Gegenteil. Also unbeeinflusste Meinungen werden statistisch ausgewertet. Das ist zum Beispiel ein Punkt, womit das funktioniert. Wir verbinden nun kollektive Intelligenz im Internet mit Anlageprodukten und produzieren daraus kollektive Anlageempfehlungen. Zum Beispiel die Ergebnisse, die auf unserer Plattform nach der Teilnahme eingesehen werden können, die sind im kollektiven Musterdepot einzusehen, falls Sie sich das mal anschauen wollen. Dann funktioniert unser System als rollierendes System. Teilnehmer
geben in unserem, auf unserer Internetseite Meinung ab zur Asset Allocation und zur favorisierten, zu favorisierten Einzelwerten. Wir werten dann diese Information aus nach unserem System automatisch, nach den Bedingungen kollektiver Intelligenz. Und dann erfolgt entweder die Einsicht der favorisierten Werte und der Asset Allocation und der Signale im Musterdepot oder die Umschichtung in unseren Produkten, was wir machen. Also wir haben verschiedene Produkte, in denen wir teilweise Einzelwerte umschichten, teilweise Long-Short gehen, dazu später mehr. Und dann wird ein Nutzer in regelmäßigen Zeitabständen erinnert, wieder Empfehlungen abzugeben. Das bieten wir in regelmäßigen Zeitabständen an. Und dann kann er auch wieder als Belohnung für die Teilnahme die Ergebnisse auf unserer Plattform einsehen. Ja, das Ganze kann man sich auch vorstellen wie ein, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Es gibt auf jeden Fall einen Prozess, bei dem Wissenschaftler unabhängig, jetzt wird man Delphi-Methode, bei dem Wissenschaftler unabhängig voneinander befragt werden, die Meinungen ausgewertet werden, statistisch, und das Ergebnis danach wieder an die Wissenschaftler zurückgegeben werden. Und genau dasselbe passiert eigentlich in unserem System, nur für Anlagemeinungen. Auf der nächsten Seite sehen Sie ein Chartbild aus der Doktorarbeit von Oeynhausen, einem hochrangigen Banker. Herr Schmoller, können Sie uns noch hören? Ich glaube, jetzt haben wir kurz ein Verbindungsproblem. Ja, also ich höre aktuell auch nichts mehr. Bitte um Rückmeldung. So, jetzt. Ja, jetzt hören wir Sie wieder. Ich glaube, Sie waren kurz jetzt? Weg. Okay. Ja, das ist ja, aber ja, gut, es geht wieder alles. Gut, jetzt funktioniert wieder alles. Also ab Tonunterbrechung war ab dieser Folie? Ja. Gut. Ja, Sie sehen auf dem Bild einen Chart aus der Doktorarbeit von Oeynhausen, einem hochrangigen Banker, der unser System untersucht hat und festgestellt hat, dass wir besser als MSCI World und DAX abschneiden. Am besten, das sehen Sie ganz oben an der gestrichelten Linie, funktioniert unsere Umschichtungsmethode mit Long-Short. Long-Short vor Kosten wurde da verglichen, das heißt die Signale auf Long-Short-Basis. Und diese haben wir ausgearbeitet in einem Produkt namens IREX, dazu später mehr. Hören Sie mich noch? Ja, jetzt hören wir Sie gut. Der Ton, gut. Ja. Okay. Gut, zur nächsten Folie. Und zwar ich glaube, es kam nur kurz, Entschuldigung, nur kurz kam ja wieder der Hinweis, vielleicht können Sie es noch ein bisschen besser in Vollbildmodus machen. Probieren Sie vielleicht mal doch diesen Ausschnitt, den Sie hier haben. Vielleicht können wir es doch etwas größer noch machen. Ja, ja, na, genau dort, wo Sie waren, dort mal einmal draufklicken. Ja. Und vielleicht kann man die Folie noch einen kleinen Tick größer machen. Aber ich glaube, so ist schon etwas besser. Ja. Okay, okay. Ja, noch ein Satz zu dieser Folie. Sie sehen hier, dass der Zeitraum von unserer Gründung, beziehungsweise kurz vorher, wo die Ergebnisse gestartet sind, unserer Plattform,
ab Ende 2008 bis Mitte 2013 untersucht wurden. Und da wurde das eben festgestellt, besser als DAX und MSCI World. Auf der nächsten Folie sehen Sie die Auswertung ab 2013, und zwar ab Auflage unseres Aktienfonds. Der wurde bis 2015 verglichen von der Hochschule Luzern. Und dabei wurde auch festgestellt, dass wir 5% Outperformance pro Jahr haben, pro Jahr zum MSCI World, das ist der Referenzindex gewesen, vor Kosten eben. Und da der Fonds hohe Kosten hatte und wir optimalerweise die Performance, unsere Outperformance an die Anleger weitergeben wollen, haben wir den Fonds dann auch letztlich geschlossen, weil uns Produkte interessierten, wo man die Performance besser sozusagen übertragen kriegt. Und da eignen sich bestens die Wikifolios, mit denen man mit unter geringen Kosten für Anleger und für den Trader selber seine Produkte anbieten kann. Hören Sie mich noch? Hören Sie mich noch? Ja, wir hören Sie sehr gut. Ja, alles gut. Vor allem gerade den letzten Satz, das freut uns natürlich auch sehr. Und vielleicht, wenn Sie noch dazu sagen, vor allem natürlich die intensiver handeln, ja, weil ich glaube, Ihr System ist ja ein doch, kann man sagen, sehr hochkomplex entwickeltes System. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht sagen Sie es später eher auch, aber wie viele Orders haben Sie so im Schnitt pro Tag? Das sage ich, komme ich eigentlich jetzt zu, und zwar in Bezug auf unser spezielles Produkt, den IREX. Also im IREX haben wir dann unsere Long-Short-Signale ausgearbeitet in einem Produkt und hebeln diese im IREX. Also wir haben eine erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit beziehungsweise eine statistisch erhöhte Wahrscheinlichkeit, das richtige Signal zu treffen. Und das wenden wir im IREX an und haben da in anderthalb Jahren seit Beginn bei Wikifolio, also seit Start bei Wikifolio, ca. 2000% erreicht und seit Erstemission vor ca. 15 Monaten eben auch über 1000%. Und insbesondere bei diesem Vergleich können wir uns deutlich absetzen von anderen Wikifolios, anderen guten Performern auch, also da sind wir mit Abstand ganz vorne. Und in diesem Produkt, dem IREX, da werten wir unsere Signale zur Asset Allocation aus, Aktienquoten sammeln wir unter den Bedingungen kollektiver Intelligenz, werten diese aus und wenn dann entsteht ein Schwellenwert, und wenn dieser positiv oder negativ überschritten wird, ein ganzes Stück, dann wechseln wir den Trend, das heißt, dann gehen wir long oder short und kaufen entsprechende Hebel. Entsprechend der Stärke des Signals erhöhen wir dann die Wertigkeit, und wir benutzen Scalping auch als zusätzliche Methode zur Verstärkung des Signals, das heißt, wir kaufen nach, wenn es unseres Signals geht, der Trend, und wir realisieren schon kleine Gewinne, dann auch wieder, um den Hebel oder die Stärke des Signals noch zu verbessern. Und dadurch sind wir eben auch mit diesem Produkt ein Heavy Trader, wie Herr Nikolsius schon ansprach. Ja, das Ganze können wir uns auf der nächsten Seite einmal anschauen. Hören Sie mich noch? Kurze Frage. Ja, funktioniert gut. Sehr gut jetzt. Ja. Okay. Also hier, hier sehen Sie den IREX hier beim Kurs über 2000, aber da bekanntlich hohe Performance auch mit hoher Schwankung eingeht, sind wir aktuell
um die 2000 im Kurswert. Also wie gesagt, bei 100 Euro gestartet vor anderthalb Jahren. Genau, das Volumen aktuell bei 12 Millionen, sind damit zweitgrößtes Wikifolio. Und Sie sehen an diesem Kurswert, das ist eben auch der Anteilspreis. Und Sie haben die Möglichkeit über den IREX-Dach, das ist ein Dach-Wikifolio, was wir für den IREX aufgelegt haben, womit wir den IREX einkaufen, da haben Sie die Möglichkeit, den IREX auch schon für 100 bis 200 Euro zu handeln. Da es relativ neu aufgelegt wurde und ja, wie gesagt, den IREX einkauft. Genau. Also entweder kann man den IREX direkt kaufen über diese ISIN oder über den IREX Dach kann man das tun. Ja, auf der nächsten Seite stelle ich noch einmal unser Team vor, und zwar zu meiner Person. Corwin Schmoller, ich habe angewandte Kulturwissenschaften studiert, BWL und Informatik, und innerhalb des Studiengangs angewandte Kulturwissenschaften habe ich eben auch die Technologie der kollektiven Intelligenz kennengelernt, eine Magisterarbeit darüber geschrieben und mich teilweise auch auf wissenschaftlichem Neuland befunden, habe diese ganzen Kombinationen und Strukturen untersucht, unter denen kollektive Intelligenz entsteht. Und da ich seit 2003 im Investmentbereich gearbeitet habe, habe ich dann ein Anlageempfehlungssystem entwickelt auf der Basis kollektiver Intelligenz. Im Internet bzw. als Computersystem umgesetzt habe ich dies zusammen mit Eugene Brin, unserem Technikprofi, der schon seit jungen Jahren Aufträge für große Unternehmen abwickelt. Als Investor eingestiegen bei uns ist Herr Schramm, Ex-Geschäftsführer von Sony Deutschland, der auch als rechtskundiger Berater tätig ist bei uns. Und auf der letzten Seite haben wir noch die Kontaktdaten unseres Unternehmens. Und wir würden uns freuen, wenn Sie sich unsere Webseite anschauen, wenn Sie teilnehmen oder wenn Sie ja, sich auch unsere Produkte anschauen. Über Wikifolio können Sie dort einzelne Trades, die Entwicklung und so weiter auch verfolgen. Und jetzt freue ich mich über Ihre Fragen. Ja, und da gibt es schon die ein oder andere, mehrfach sogar. Und ja, zwar würde ich das einfach mal moderieren wollen und zunächst mal die Frage, ja, wer sind denn diejenigen, die dort befragt werden hinsichtlich ihrer Einschätzung und wie viele sind das? Ja, also das sind, wir haben 8000 Mitglieder auf unserer Plattform. Sowohl professionelle Trader als auch Hobby-Trader. Und das ist eben auch wichtig für kollektive Intelligenz, dass verschiedenartiges Wissen zusammenkommt. Also uns bringt es nichts, drei Banker zu befragen, sage ich mal, oder drei Analysten, die gegenseitig auch wissen, wie sie empfehlen, sondern gerade dieses dezentralisierte Wissen aus verschiedensten Blickwinkeln ist für kollektive Intelligenz wichtig, um danach eben statistisch ausgewertet zu werden. Okay, und ist das das einzige Kriterium, also diese Menschen, die dort befragt werden oder Teilnehmer, die befragt werden, oder gibt es auch Indikatoren, Stop-Loss etc., ja, wie man das so aus dem klassischen Handel kennt? Die gibt es nicht. Und zwar würden wir uns dadurch auch die Rendite kaputt machen, da wir, wie gesagt, mit der Verstärkung des Signals durch Nachkäufe, Realisierung von Gewinnen damit arbeiten. Und unsere Signale sind von unserer Plattform, das sind die einzigen, die wir dafür nehmen, weil sie eben sehr gut sind, wie auch wissenschaftlich ausgewertet wurde.
Und das Besondere an unserer Plattform sind eben ist eben die Ausarbeitung des Systems, die wissenschaftliche Ausarbeitung und die verschiedenen Faktoren, durch die kollektive Intelligenz eben erst entstehen kann, wodurch die qualitativen Informationen dann entstehen. Okay, und diesbezüglich gab es jetzt auch noch mal eine Frage hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines größeren Verlustes, wenn man jetzt kein Stop-Loss nutzt. Zum Beispiel, können Sie darüber auch eine Einschätzung geben? Oder gibt es zum Beispiel auch Backtest-Daten über längere Zeiträume hinweg, wo es halt vielleicht mal mit den Märkten nicht unbedingt nur bergauf ging? Ja, ich meine, es gab Paradebeispiele, gab es ja letztes Jahr alleine mit dem Brexit zum Beispiel, wo wir dann auch richtigerweise zuerst short waren und dann auch kurz darauf long gingen. Also es gab einige Beispiele, wo es rauf und runter ging. Und trotzdem, sage ich mal, ist das System nicht gefeit davor, dass mal ein Signal ein bisschen zu spät oder ein bisschen zu früh ist und wir dann auch einen Abschwung mitnehmen können. Wir haben einen maximalen Drawdown von circa 50%, ein bisschen mehr. Ja, und das ist natürlich Risiko, was man eingeht, wenn man eine so hohe Performance erreichen will. Okay, vielen Dank dafür. Dann gab es noch mal eine Frage zum Thema IREX Dach im Vergleich zum IREX selbst. Also ist das linear zu bewerten oder gibt es da Unterschiede in der Entwicklung? Ja, also nein, es gibt keine Unterschiede. Wir haben im IREX Dach den IREX eingekauft mit der maximal zur Verfügung stehenden Anlagesumme. Das heißt, ein minimaler Cash-Bestand besteht im IREX Dach, aber einfach nur, weil wir keinen weiteren Anteil kaufen konnten. Also ist zu ca. 99% investiert und entwickelt sich dann genau wie der IREX. Okay, und können Sie Auskunft darüber geben, wie Sie die entsprechenden Papiere auswählen, also welchen Stop-Loss, welche Knockout-Barriere etc., wenn es sich um Knockouts handelt? Es ist so, dass wir entsprechend der Stärke unseres Signals die Produkte aussuchen. Unser System offenlegen sozusagen, das tun wir eben nicht. Ich kann Ihnen so viel sagen, dass wir die Produkte je nach Stärke unseres Signals auswählen. Okay, und dann mehrfach auch die Frage nach der Frequenz. Also das heißt, zum einen, wie häufig oder wie kurzfristig werden die entsprechenden Marktteilnehmer befragt, beziehungsweise wie häufig, wie kurzfristig kann auf die entsprechenden Marktgegebenheiten reagiert werden? Also es kann sofort auf die Meinung unseres Systems reagiert werden, auf den Markt. Der läuft davon unabhängig. Also es sind ja Einschätzungen auf der Plattform, die wir als Signale benutzen, um rechtzeitig Long-Short-Signale zu platzieren. Und das klappt eben sehr häufig sehr erfolgreich. Das setzen wir eben in unserem System so um. Und das funktioniert dann so. Oder hatten Sie noch irgendwas gefragt? Das bezüglich? Nee, aber ich denke, also es gibt hier jetzt im Chat sehr tiefgreifende, detaillierte Fragen. Ja. Ich
würde das jetzt im Rahmen des Webinars jetzt nicht unbedingt in aller Detailtiefe erläutern wollen, weil ich glaube, dass das schon sehr speziell ist. Ich denke, man kann Sie sicherlich, wie Sie auch eingeblendet haben, hier per E-Mail erreichen, telefonisch erreichen, wenn es hier Detailfragen genau, gibt. ja, gerne. Und Sehr gerne. Von daher würde ich jetzt hier fragetechnisch, weiß nicht, Nikolaus, du hast sicherlich auch mitgelesen, ob es jetzt noch hier was gibt, was im Rahmen des Webinars besprochen werden könnte, sollte, müsste, wie auch immer. Dann können wir das natürlich gerne tun. Bei den Fragen, eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, da kam so die Frage, ja, wie viele Orders sind denn das und so weiter. Vielleicht ein Hinweis da nur seitens Wikifolio. Es kann natürlich schon so sein, wenn der Herr Schmoller beispielsweise eine größere Order aufgibt, dass die dann von Lang und Schwarz ein bisschen zerstückelt wird in mehrere Suborders, einfach um die dementsprechend besser hier am Markt platzieren zu können. Das ist jetzt vielleicht das Einzige, was aus User-Sicht nicht ganz so leicht ersichtlich ist, weil man würde das dann im Trade-Management bei uns dann bei einem Titel, also es ist halt dann kein unterschiedlicher Titel, sondern bei einem Titel ein bisschen aufgeschlüsselt sehen als mehrere Orders. Aber unabhängig davon, der IREX bzw. Sie machen natürlich schon eine ganze Menge auch echte Orders, also die werden nicht von uns zerstückelt, sondern die Frequenz ist schon sehr hoch. Ja. Richtig, richtig. Also wie gesagt, wir benutzen da das Scalping zur Verstärkung des Signals und kaufen da auch kleine Stückzahlen hinzu, wenn es entgegen unseres Signals geht und verkaufen dann auch realisierte Gewinne, um sich danach wieder günstiger einzukaufen. Also das sieht manchmal wie hin und her aus, sind aber letztendlich viele kleine Gewinne, die wir damit machen. Ja. Also ich glaube, die anderen Fragen, da sind teilweise wirklich sehr spezielle Anfragen noch dabei. Also wenn Sie nachgelagert natürlich auch an Wikifolio Fragen haben, dann gerne an service@wikifolio.com oder natürlich auch an mich persönlich. Ich sage an Sie beide, sowohl Ramon als auch Herr Schmoller, großes Dankeschön für das spannende Webinar heute. Vielen Dank auch. Und ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Abend in die Runde. Danke, ja, vielen auch. Dank auch von meiner Seite. Wenn es in Richtung FlatEx natürlich Fragen gibt, auch gerne per E-Mail oder telefonisch. Ich würde noch um eines bitten, wenn wir gleich das Webinar schließen, dann kommt automatisch so ein kleiner Feedbackbogen. Wir freuen uns natürlich immer über konstruktives Feedback unserer Teilnehmer. Von daher würde ich Sie um 2 Minuten Ihrer Zeit bitten, die Sie zusätzlich investieren mögen, können, sollen, wie auch immer Sie das wollen. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg. Sie können das Ganze natürlich über FlatEx auch handeln. Sie sind herzlich eingeladen, sich für weitere Webinare von und mit FlatEx anzumelden. Und ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich für heute noch einen schönen Abend und viel Erfolg bei Ihrem Wikifolio Trading mit IREX. Sehr gerne. Danke an Corwin Schmoller, danke an Nikolaus und einen schönen Abend für alle in die Runde. Vielen Dank, schönen Abend auch von mir. Schönen guten Abend, tschüss.